Ja, in diesem Video geht es um den Map Composer als Debian-Paket. Und zwar könnt ihr den Map Composer auf meiner Homepage herunterladen. Und zwar auf der Homepage www.mtb-tourmap.de. Das wäre jetzt meine Homepage. Aber eben groß. Und zwar findet ihr hier oben einen Link zum Map Composer. Und dann könnt ihr über den Download-Link könnt ihr den Map Composer herunterladen. Ihr werdet weitergeleitet zur Nextcloud. Einfach auf Download. Ich sag mal Datei speichern. Und dann kann ich hier schon wieder rausgehen. Und dann findet ihr unter Downloads den Map Composer als Build 013 aktuell. Einfach doppelt anklicken und schon geht euer Software Center auf. Und bevor ich die Installation jetzt starte, öffne ich nochmal eben das Home-Verzeichnis. Ihr werdet hier gleich sehen, dass hier ein Ordner erstellt wird. Gehen wir auf Installieren. Passwort natürlich. So, noch ist nichts passiert. Gibt es noch einen Link. Dann kommt man wieder zu meiner Homepage, wo man das herunterladen kann. So, das machen wir jetzt mal aus. Und öffne mal jetzt den Map Composer. Also, jetzt müsst ihr eben darauf achten. Jetzt wird gleich hier ein Ordner erstellt. Ja, und schon kann man Map Composer ganz normal übers Menü starten. Hier gibt es auch sofort einen Menüeintrag. Einfach draufklicken, dann geht ein Fenster auf und jetzt kommt hier eine kurze Nutzungserklärung. Und zwar der Map Composer wird für nicht kommerzielle Nutzung kostenlos zur Verfügung gestellt. Das heißt, für private Zwecke ist die Benutzung erlaubt. Genau, und jetzt passiert Folgendes. Kopiere Map Composer ins Home-Verzeichnis. Und zwar möchte er vorher wissen, wie viel Arbeitsspeicher wir haben. Dazu wird der Arbeitsspeicher einmal ausgelesen in Kilobyte, muss man so ein bisschen umrechnen, dann kommt man auf 64 Gigabyte. Also gebe ich in meinem Fall ein 64. Bei euch kann natürlich dementsprechend auch etwas anderes stehen. Müsst einfach nur die richtige Größe eures Arbeitsspeichers eingeben und dann passt das schon. Und schon ist Map Composer gestartet. Und wie ihr gesehen habt, ist jetzt ein Ordner entstanden mit dem Namen Map Composer und hier wird dann beim Erzeugen dann die Karte drin sein, die wir benötigen. Ja, dann können wir sofort eigentlich mal einen Probelauf machen, ob das überhaupt so funktioniert. Weil erzählen kann ich ja viel. Jetzt kommt mal jetzt hier die Wahrheit. So, wie gehen wir vor? Wir suchen uns in dem Fall werde ich einfach nur irgendeine Karte jetzt mal kreieren. Wichtig ist natürlich jetzt hier Image fürs Gerät. Generieren. Logfenster können wir auch mal einblenden. Ja, zupfen uns die Fenster jetzt hier so ein bisschen so zurecht, damit es schön aussieht. Und jetzt schauen wir mal, was jetzt hier passiert. Ob im Ordner Garmin auch unsere Karte kreiert wird. So, der Lauf ist fertig. Jetzt können wir es hier alles schließen. Auch keine Fehlermeldung. Und was wir natürlich jetzt nur benötigen, ist die GSUB-Map-Datei. Ja, und die können wir jetzt ganz normal aufs GPS überspielen oder mit QMAC-Check benutzen. So, das Schöne an Open Source ist natürlich, dass alles offen und transparent ist. Wir können das Debian-Paket ja mal anschauen. Was ist überhaupt hier drin? Wir entpacken einfach mal das Debian-Paket. Zack. Dann können wir das hier löschen. Dann haben wir noch zwei Pakete drin. Die können wir auch öffnen. Und das können wir auch löschen. Debian Binary, das wird automatisch erzeugt. Hier steht nur 2.0 drin. Da habe ich keinen Einfluss drauf.
Das wäre jetzt hier die Kontrolldatei, die ich angelegt habe. Oh, hier ist irgendwas falsch. Muss ich nochmal korrigieren. Wichtig ist bei der Kontrolldatei die Abhängigkeiten. Das heißt, falls Bash nicht installiert sein sollte, gibt es natürlich eine Fehlermeldung. Das ist natürlich die Grundvoraussetzung. Und ansonsten wird Bash bzw. Java automatisch mit installiert. Unter Maintainer ist quasi der das Paket erstellt hat. Das wäre in dem Fall ich. Und ein Link auf meine Homepage, wo das Debian-Paket sich befindet. Und noch ein kurzer Text zu dem Programm als solches. Und das wäre jetzt die Struktur von dem Debian-Paket. Und genauso müsste man es eigentlich auch im Dateisystem wiederfinden unter User Share Application. Finden wir jetzt den Eintrag Map Composer. Hier wäre quasi die Startdatei und in dem Unterverzeichnis Map Composer befinden sich quasi die gesamten Dateien. So, aber was passiert jetzt genau, wenn ich das Debian-Paket starte? Gehen wir dazu nochmal zurück. Und interessant wäre jetzt hier nur dieser Startbefehl. Schauen wir uns das mal eben an. Was passiert genau? So, clear, das heißt, das Terminalfenster wird einfach nur gereinigt. Und dann kommt ein kurzer Text. Und was passiert? Kopiere Map Composer ins Home-Verzeichnis und das geschieht mit diesem Befehl. Copy-rn und dann die Dateien, die jetzt in diesem Pfad liegen, im Wurzelverzeichnis, werden ins Home-Verzeichnis kopiert. Minus R bedeutet inklusive Unterverzeichnisse, also quasi alle Dateien. Und N bedeutet, dass vorne Dateien nicht überschrieben werden, weil wenn das doch passiert, dann hätte man ja immer eine Ausgangsdatei und alle Einträge oder alle Veränderungen, die man vorgenommen hat, die wären dann weg und das wäre natürlich nicht gut. Hier wird der Arbeitsspeicher ausgelesen und dann kommt einfach nur noch die Aufforderung, den Arbeitsspeicher als solches einzugeben händisch und über eine If-Schleife wird dann dementsprechend, was man gewählt hat, wird dann der Map Composer mit diesen Startparametern dann gestartet. Bei 128 wäre das so, bei 16 GB wird er hiermit starten und so weiter. Ja, und das ist eigentlich in dem Sinne eigentlich auch schon alles. Ja, ich bedanke mich fürs Zuschauen und verabschiede mich jetzt und sage bis zum nächsten Mal. Glück auf!